So, hallo liebe Daytrader Live-Member. Wie versprochen nehme ich noch das Video auf, wie ihr den Hiken Ashi und den Hiken Ashi Pro verwenden könnt. Viele haben ein paar Probleme damit, das ja, zu installieren oder zum Laufen zu bekommen. Und deswegen hier ein schnelles Erklärungsvideo. Wenn ihr von, also wenn ihr den Ordner geschickt gekriegt habt oder noch geschickt bekommt, wäre es am besten, ihr legt ihn euch auf den Desktop, packt ihn aus, geht in den Ordner, habt dann genau dieses Bild vor euch. Und wichtig ist, dass ihr euch merkt, wo ihr den Dateiordner ablegt. Also ich würde ihn am liebsten oder am besten auf dem Desktop legen einfach. Und dann gehen wir in den MetaTrader. Dann gehen wir hier oben auf Datei, Dateiordner öffnen, MQL4, Indicators und hier müsstet ihr einen Market-Ordner haben. Wenn ihr den nicht habt, dann erstellt ihr bitte einfach einen Ordner und nennt den Market und da rein muss es. Also ihr seht, hier haben wir die zwei Hiken Ashis. So. Also wie gesagt, Zielordner ist dann Indicator Markets. Ihr geht dann auf den Desktop, kopiert euch quasi die zwei X4-Dateien und geht hier Rechtsklick und dann einfügen, wo es dann halt schwarz hinterlegt ist, bei mir grau, weil ich jetzt nichts kopiert habe. Okay. Dann. Ist es so, dass wir den Hiken Ashi nochmal einfach reinziehen. Bei mir sind jetzt, Moment. Ja, bei mir sind jetzt keine Angaben. Und zwar ist bei euch hier oben das Keyfeld. Und bevor er überhaupt was macht, bei euch, der Hiken Ashi, müsst ihr erst den Key eingeben. Ich gebe euch den Rat, das Ganze dann, wenn ihr den Key eingegeben habt, einmal zu speichern. Legt es ruhig auch auf den Desktop oder so ab. Und wenn ihr den ein zweites Mal reinzieht, müsst ihr nicht extra wieder den Key eingeben, sondern könnt hier auf Laden drücken. Geht dann auf die Set-Datei, die ihr euch da, erstellt habt. Das ist dann eine .set-Datei. Ihr könnt sie ja einfach, was weiß ich, nennt sie nach euren Namen und dann steht da euer Name und Set. Und legt sie euch halt auf den Desktop und dann passt das. Und wenn ihr den halt neu ladet, erspart euch das auf jeden Fall eine Menge Zeit, um jedes Mal wieder diesen Key da reinzukloppen. So viel dazu. Und das Installieren oder beziehungsweise die Hiken Ashi so einzustellen, wie ich es habe, ist auch super einfach. Ihr habt dann halt hier das erste Mal eine HA-Linie. Und wenn ihr hier raufklickt, dann habt ihr hier auch noch die Auswahl SHA und ihr packt ihn halt einmal rein als HA. Das ist dann quasi die schnelle Linie. Dann geht ihr wieder auf Hiken Ashi, zieht ihn wieder rein. Vergesst nicht, dass ihr den Key erst wieder eingeben müsst, beziehungsweise dann die Set-Datei laden, damit der Key drin ist. Und macht in der Einstellung einfach SHA und das ist dann quasi hier die langsame Linie. Also das ist die SHA. Aufklicken. Zip. SHA, das ist die HA-Linie. Die Taktik ist ja, sollte bekannt sein, halt in bei Crossover, Long, hier Short, Long. Wenn man dann halt sowas mitnimmt, dann macht's Spaß. Kommt öfter vor. Ich bevorzuge M15 oder H1. Könntest das mal eben schnell durchgucken. Hier rein, da raus, hier rein, da raus. Hier dann Short und der Trend setzt sich fort, er berührt nicht mehr oder es gibt kein Crossover, das heißt, wir bleiben Short bis hierhin. Und ja, man kann sich da Charts angucken, es geht viel so. Nervig ist es manchmal in Seitwärtstrends wie diesen, weil man halt plus minus null meistens aus diesen ausgeht. Wenn man dann aber sowas hier als Entschädigung kriegt, dann ist es okay.
So viel zu dem Heiken-Eschi. Ich werde jetzt gleich noch ein Video im Anschluss machen, wo ich den Phoenix erkläre, damit ihr auch da ein bisschen mehr Bescheid wisst, mit was ihr mit dem Tool anfangen könnt und wie ihr das einstellt, konfiguriert. Und es ist eigentlich auch ein sehr mächtiges Tool. Und ja, würde ich sagen, erstmal bis dahin.